Guten Morgen! Ton! Ton! Yes! Kommentiert bitte, ob ihr mich hört! Genau, Barbara spricht heute wieder mit uns und nicht nur mit ihrer Kamera. Nicht nur mit meiner Kamera. Wobei, wenn ihr das Video gestern gesehen habt, das ist ja wirklich herzallerliebst, ist, was ich total spannend fände, wirklich ist, ob ihr wisst, was sie gesagt hat und ob ihr es an der Mimik und an der Gestik ausfinden könnt. Das könnt ihr uns mal verraten. Also wenn ihr da Interpretationen habt, sehr gut, Claudia, Dankeschön. Und wenn ihr Interpretationen vom gestrigen Videos habt, bitte, 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 wir freuen uns total. Wir freuen uns total, wir freuen uns total. Was könnte ich bloß gesagt haben? Wer ist wie gut im Lippenlesen und vielleicht aber auch die Mimikinterpretation? Genau. Sicher ist, wir werden noch was draus machen, weil das einfach zu lustig ist. Und vor allem ist das wirklich großartig, dass ihr so lange einfach dabei wart gestern. Einfach mega. Also wirklich dieses Video in der Länge mit ohne Ton. Geil. Das sind Hardcore-Fans. Ja, danke dafür. Danke, danke, danke. So, aber heute sind wir ja schon etwas über ein Jahr alt. Ihr wisst es noch, 27.01. Feminist Economy hat einen Namen bekommen und dieser Name ist jetzt ein Jahr alt. In diesem Jahr ist wahnsinnig viel passiert und diesen Winter haben wir uns tief und fest auch nochmal eingegraben, um das Produktportfolio für 2021 festzulegen, beziehungsweise Barbara hat sich eingegraben und dann haben wir uns nochmal zusammengehirnt und dann haben wir uns nochmal, ihr wisst, wie das ist. Es ist auf jeden Fall ein relativ langer Prozess und wir haben ein Mega-Portfolio für 2021 erstellt. Und mit so einem Side-Notiz wollen wir euch heute mitteilen, dass auch ihr ein mega Produktportfolio für 2021 erstellen könnt, wenn ihr es richtig cool an. Ja. Genau, darum soll es heute gehen. Heute geht es um 2021, um die hammergeilen Produkte und das, was da alles so drinsteckt. Guten Morgen, ihr Lieben. Wunderschön, dass der Ton heute funktioniert. So schön. Es ist so schön, wenn die Technik wieder funktioniert. Falls ihr auf meinem privaten Profil auf Facebook mal kurz vorbeigucken wollt, nicht der letzte, sondern der vorletzte Post. Was passiert, wenn die Kinder den Zoom-Filter noch anhaben, du ein Anwalt bist und einen Gerichtstermin hast und dann als Katze beim Richter erscheinst? Definitiv ein Highlight von 2021. Also sind wir froh, dass bei mir gestern nur der Ton ausgefallen ist. Produktportfolio. Ja, wir haben gegraben, wir haben uns selber eingegraben, wir haben Bausteine zusammengestellt. Wir stellen heute euch auch den Großteil des Produktportfolios für 2021 vor, beziehungsweise für das erste Halbjahr. Davon wiederholen sich dann hinten raus, beziehungsweise Zeile ziehen sich durch komplett 2021. Und eben auch, warum haben wir das jetzt so gemacht? Nein, wie immer nicht nur, was wir demnächst machen, sondern warum das für euch wichtig ist. Denn gerade geht sie wieder los, die Produkttreppendiskussion, die... 2021 wird das Jahr des Tuns. Alles gut, alles bedingt gut und teilweise richtig. Aber wir wollten euch einfach heute auch im Rahmen der Morning Show nochmal ein bisschen Input geben, was es überhaupt heißt, ein geiles Produktportfolio zu haben. Warum die berühmte Produkttreppe eine häufige, völlige Vereinfachung ist, die dann zu auf ganz viele Geschäftsmodelle nicht passt. Und also heute definitiv mal Schwerpunkt auch auf Solopreneure, weniger Mittelstand, aber auch insbesondere für alle, die quasi Solopreneurinnen und Solopreneure oder Kleinstunternehmer sind, in dem Fall nicht die Kleinunternehmerregelung, sondern unter 10 Mitarbeitern. Warum es momentan einen extremen Unterschied macht, ob ihr B2C-Kunden betreut oder B2B-Kunden betreut und was das alles heißt. Darum geht es heute. Genau. Und eben yes. Auch, was wir für euch so in den nächsten Wochen und Monaten haben. Genau. Und das haben wir versucht, in 20 Minuten oder 30 Minuten zu packen, wie immer sportlich. Aber wir wollen euch ja wie immer mit hinter die Kulissen nehmen. Nicht von Anfang an, weil das wäre langweilig für euch. Diese ganze Vorarbeit ist immer so etwas langweilig. Könnt ihr schon mal merken. Frauen, die an Schreibtischen sitzen. Genau. Weiße Notizbücher und Bildschirme starren. Boah, Bombenfilm. Bombenfilm, genau. Macht mal ein Reel. Habe ich da so in den Ohren. Von was? Es ist nicht sehr sexy. Das macht aber nichts, weil eigentlich ist es schon sexy, weil hinten rauskommen nämlich keine Produkte. In erster Linie habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wir machen diese Masterclasses, die Facebook Masterclasses, wunderbarerweise ein super cooles Tool. Heute Abend haben wir die Masterclass zu Masterclass, nämlich wenn ihr dieses Tool verwenden wollt von Facebook, das
zur Verfügung stellt, dass du Live-Veranstaltungen mit einem Ticketing-System verkaufen kannst und diese Abrechnung 1:1 bei dir auf deinem Konto ankommt. Wenn du das lernen willst, dann bist du heute Abend in der Masterclass auf jeden Fall gut aufgehoben. Wir sitzen hier seit Wochen, weil wir machen das schon seit 31.12.2020 und fragen uns, warum das niemand nutzt, weil das nämlich echt ein geiles Angebot ist. Also Facebook stellt bis 30.06.2021 keine Abwicklungsgebühr in Rechnung. Das heißt, du kriegst 1:1 das, was du umsetzt. Ist so ein bisschen technikgefrickelt, das einzurichten und muss man ein paar so Dinge wissen, aber ist kein Stress, funktioniert nämlich sehr, sehr gut und macht auch echt viel Spaß, wenn ich mich so zurückerinnere an die letzten Masterclasses. Wir haben uns doch einige gehalten. Das ist schon ein ziemliches Vergnügen. Und ich sage an der Stelle, also unsere Masterclasses kosten übrigens ganze 79,99 oder irgendwie sowas brutto. Die Coworking sind ein bisschen teurer. Aber an der Stelle muss man halt auch ganz ehrlich mal sagen, egal ob ihr 29,79, übrigens darum geht es heute auch in der Masterclass, welches Thema, welches Pricing, das machen wir auch gemeinschaftlich so ein bisschen. Das ist einfach mal, du hältst eine Masterclass und gehst mit ein paar hundert Euro raus an dem Abend. Also wer das unternehmerisch gerade nicht mitnimmt, dem geht es entweder sehr, sehr gut, aber selbst dann, also ich glaube, wir gehören zu denen es definitiv sehr, sehr gut. Also es geht, weil wir waren im Januar schon sechsstellig, falls es irgendwie, ich glaube, wir haben nicht den tollen Post losgetreten mit übrigens Januar sechsstellig. Tja. Ups, Entschuldigung, hiermit announced. Aber es ist ein cooles Tool und da sind wir auch bei dem Produktportfolio Andersdenken. Wer momentan im B2B-Market hat, also wer mit B2B-Kunden, Mittelstand, sonst irgendwas gerade zu tun hat und sich denkt, boah, ich bin am Verzweifeln. Wir auch. Das hat den Grund, warum wir momentan so viele Solopreneure, wir haben das vorantizipiert. Ja, ich kann meinen Job. Wir haben das vorantizipiert und es war klar, dass der Mittelstand KMUs uns nicht buchen werden, solange wir nicht aus Lockdown plus anderthalb Monate raus sind. Punkt. Das wussten wir vorher. Aber in der Realität ist das genauso. So, jetzt können wir natürlich hier halt herumsitzen und sagen, na gut, okay, die kommen ja alle irgendwann. Nur wir haben ja unterschiedliche Zielgruppen. Zurück, warum wir eine Masterclass für Wunschkunden haben, weil das auch immer so der Aha-Moment ist. Ach, deswegen brauche ich die. Ja, deswegen kümmern wir uns momentan eben halt verstärkt um Solopreneure und kleinere Unternehmen, die insbesondere auch in einem B2C-Market unterwegs sind oder eben halt auch unsere Kollegen und Kolleginnen, die wir eben halt mit Sachen versorgen, entweder um das Geschäftsmodell breiter aufzusetzen oder ihr Skillsets zu erweitern, siehe Umgang mit einem Sales, solche Masterclasses, die wir da im Angebot haben, um genau diese Sachen etwas aufzustellen. Und wer jetzt in dieser sehr vereinfachten Variante von Produkttreppe, Kunde bucht Produkt 1, bucht dann Produkt 2 und bucht dann Produkt 3, der wird bei uns relativ schnell feststellen, nope, das gibt's gar nicht. Denn zum Beispiel ein Umgang mit Nein im Sales ist etwas, was sehr singulär ist. Ob ihr jetzt ausgerechnet für das B2B-Sales-Training dann aber euer Produkt ist, das, wie gesagt, Umgang im Sales haben wir Solopreneure, ganz viele Solopreneure drin, weil wir diesmal nochmal verstärkt einen Schwerpunkt auf dieses Umgang mit Nein im Sales auf der Reichweiten-Diskussion und in der Social-Media-Diskussion setzen. Aber das hat danach, gibt es nicht unbedingt ein Nachfolgeprodukt, sondern es löst das Problem, und so sind unsere Masterclasses momentan designt, es löst Probleme, die euch sonst keiner löst, ohne dass ihr in die Verpflichtung von ein paar tausend Euro reingeht. Weil alles das, was wir in den Masterclasses anbieten, könnt ihr theoretisch woanders bekommen, seid aber immer an der Stelle, dass ihr zwischen 2.500 und 15.000 Euro bezahlen müsst, weil es nur im Gesamtpaket angeboten wird. Was wir jetzt für euch anbieten und was wir euch auch ein bisschen anregen zu denken ist, wie wäre es denn mit den kleinen Problemen, die kleinen Probleme, die eure Kollegen und Kolleginnen nur im monströsen Paket lösen, wozu aber momentan auch nicht unbedingt der Burner ist, dass alle das unbedingt beauftragen wollen, denn auch bei uns momentan Strategieentwicklung unter fünfstellig ist halt meistens nicht wirklich machbar. Macht ja aber auch Sinn, das gerade vielleicht eben noch im Zug zu halten. Aber solche Geschichten. Und das ist die Idee hinter, insbesondere auch, und das ist jetzt nichts Neues, nichts, was nur für 2021 gilt, sondern ihr nehmt zu wenig Geld mit an der Stelle, weil ihr in zu großen Problemen denkt. Löst doch einfach mal die kleinen Probleme und baut euch damit noch einen ganz anderen Kundenstamm auf. Das ist so die Idee auch unter unserem Produktportfolio. Absolut, ja. Deswegen die Masterclasses und deswegen auch unser Antrieb ist ja,
grundsätzlich, das ist so die Entscheidung schon aus den Jahren vorher, aber ganz klar 2020, wir wollen, dass ihr im Markt bleibt. Punkt um. Ja, und wir wollen euch einfach so gut es geht unterstützen, dass ihr am Markt bleiben könnt. Jetzt gibt es diese 1:1 Dienstleistungen oder auch die Coaching-Programme wie Badass oder das B2B Sales Training etc. Das geht nicht für 79 Euro. Sorry Leute, funktioniert nicht. Da muss man einfach ein paar Nullen dranhängen. Das ist dem Lauf der Vorbereitung geschuldet, ja, und dem, was da alles drin steckt. Aber es gibt die Möglichkeit, euch mit an kleinen Punkten zu unterstützen, kleine Probleme zu lösen und Schritt für Schritt voranzugehen. Warum? Weil ihr dann nämlich wieder Umsatz macht. Ja, weil ihr euch helfen könnt und weil diese kleinen Hürden das sind, wo man in diese Ohnmacht reinrutscht, unternehmerisch, in die unternehmerische Ohnmacht und dann meint, man kann gar nichts tun, man muss jetzt warten, bis alles vorbei ist. Und das ist ein Trugschluss, das stimmt nicht. Und das stimmt, gelinde gesagt, für keine Branche übrigens. Ja. Und ganz ehrlich, natürlich, wenn du in einer komfortablen Situation bist, dass die mit diesen Paid Facebook Live Events, wie wir sie jetzt gerade machen, irgendwas zwischen 1.000 und 2.500 Euro monatlich zusätzlich Umsatz generierst. Für uns ist es Zusatzumsatz. Aber jetzt nochmal, 1.000er im Monat mehr oder 2.500 Euro überhaupt Umsatz zu haben, da reden wir halt, da muss man sich ja auch immer aus der eigenen komfortablen Situation rausbewegen und einfach mal realistisch sehen, wie geil das ist, und wie gesagt, die Idee dahinter ist, löst doch einfach mal die Probleme, die kleinen Probleme, die den Leuten gerade weiterhelfen, aber wo sie die großen Sachen gar nicht einkaufen, aber gar nicht mit dieser Grundhaltung, boah, sie müssen jetzt wahnsinnig viel hinter dran einkaufen. Also deswegen, also Facebook Lives sind ein geniales Tool, wer jetzt eben sagt, hey, ich will die 1.000 Euro oder die 2.000 Euro im Monat, ich brauche die zusätzlich, Masterclass heute Abend. Aber wir machen jetzt mal kurz einmal, weil ich kriege momentan ständige Nachrichten, Anfragen und E-Mails. Wann kommt denn jetzt was? Frau Westenthaner, präsentieren Sie. Man merkt, ich bin im Karnevalsmodus. Frau Westenthaner präsentiert gerne. Also wir haben festgelegt, das seht ihr jetzt an heute Nachmittag, morgen irgendwann, alle Masterclasses bis Ende Mai könnt ihr euch einbuchen, könnt ihr durchgucken. Dann ist verfügbar für euch ab jetzt und das wöchentlich B-Up. B-Up ist das neueste Ding von Barbara, Behavioral Update. Macht total viel Sinn, um zu verstehen, was da eigentlich los ist auf der Welt und zu verstehen, warum ich vielleicht mit meinem Produkt gerade nicht so gut ankomme oder warum das gerade voll durch die Decke schneidet. Ja? Also diese Dinge sind sehr wichtig. Auch das übrigens schmaler Taler, sehr schmaler Taler. Ganz schmaler Taler. Genau, da habe ich schon geschimpft, aber so ist das jetzt. Dann könnt ihr noch bis Ende Februar euch einchecken in Badass. Da bitte meldet euch einfach direkt bei Barbara oder schreibt uns hier eine Nachricht, dann bekommt ihr alle Infos zugesandt. Genau. Wir starten, das wird euch jetzt freuen, am 18.15. Am 18.05. das V-Business Bootcamp. Okay. Das heißt, wir machen Bootcamp-Style. So, wie gesagt, unser Antrieb ist, ihr sollt am Markt bleiben. Das ist die Devise. Bitteschön, V-Business Bootcamp. Dann haben wir natürlich dauerhaft verfügbar, dürft ihr nicht vergessen, Airbnb und die 33 Tage. Aber wir werden nicht wir, wenn wir nicht so verrückt werden, zu sagen, okay, alles klar, es wird noch eine Challenge geben, die kommt im April, und zwar um Mitte April. Es wird die Real Money Mindset Magic Challenge und das dazugehörige 33 Tage Money Mindset spreng deine gedanklichen, was weiß ich. Alle, die mir ständig auf den Senkel gehen, ich will diesen ganzen Finance Stuff von dir haben und ich will dieses Money Mindset haben. Hier, April. Also, da auch, yes. Wir liefern, wir ziehen alles nach, mit was ich mir jetzt mit den seit Jahren auf den Senkel gegangen ist. Wir liefern euch jetzt alles, wird alles ausgerollt. Aber, stopp. Jetzt hier sind wir hier in dieser ganzen Magic-Blase, aber wir werden natürlich, so wie ihr uns kennt, schön sachlich, fachlich, spießig und verantwortungsvoll sein. Es wird nämlich noch im März, Mitte März, 15. März, das B2B Sales Training. Und zwar von Barbara. 12 Wochen im Mastermind-Style, das heißt, es gibt maximal 10 Plätze, sodass wir wirklich Wissen, Skills und Umsetzung und eure aktuellen Herausforderungen ganz knallhart durchgehen. Startet am 15.03., das ist extra dahin gelegt.
weil wir dann eben mit, was ich gerade gesagt habe, der B2B-Markt wird raus aus dem Lockdown, sechs Wochen später wird er anziehen und das ist damit die perfekte Zeit, jetzt tief durchschnauzen und am 15.03. wirklich Mastermind-Style B2B-Sales-Training. Gefolgt von ganz klassischer B2B-Produktentwicklung. Das hört sich jetzt unsexy an, als es ist. 25.04. Ist aber eine sehr coole Sache, weil wenn die Produkte nämlich geil entwickelt sind, genau, dann macht das richtig Spaß. Auch das, Barbaras Schreibtisch. Und dafür, bitteschön, folgt ihr doch gerne auf LinkedIn und schaut danach, weil diese B2B-Geschichten werden vermehrt auf LinkedIn stattfinden. Und auch mehr Info auf LinkedIn, bekommt ihr auch mehr Info immer wieder auf LinkedIn dazu. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ihr seht, das wird so ein bisschen aufgedröselt. Macht auch total Sinn. Aber wir haben wirklich, ich glaube, wenn ich mir das so angucke, wir haben wirklich an alles gedacht. Was ganz wichtig ist für euch zu wissen, 1:1 Termine vor März, nada, niente. Und ihr müsst jetzt anfragen, weil sonst kriegt ihr auch keine März. Genau. Also auch da, fair warning, wer Termine haben will, jetzt anfragen, weil ansonsten wird nämlich euer Termin im April stattfinden. Genau, das ist sehr wichtig. Also was für euch sofort verfügbar ist, das könnt ihr, ihr könnt die Masterclasses sofort auf einfachste Art und Weise könnt ihr den Masterclasses teilnehmen. Ihr könnt jederzeit in die Real Business Magic einsteigen und in die 33 Tage Inspired Action. Wenn ihr gerade in irgendeinem Loch hängt, dann bitte macht das. Ja. Macht auf jeden Fall die Real Business Magic. Das ist definitiv was, da kostet dich gar nichts, außer deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du da rein investierst, aber es wird dich rauskatapultieren aus dem Loch. Das definitiv. Und der ganze Rest, das werdet ihr, ich mache es auch oben noch in dem Beitrag, ich mache euch alle Termine rein, dass wenn ihr es teilt oder wenn ihr nachgucken wollt, könnt ihr euch den bookmarken, dann seht ihr die Termine. Das passt. Aber dass ihr Bescheid wisst, also wir sind da, wir sind prepared. Wir haben wirklich daran geackert, was Vernünftiges auf die Füße zu stellen, was euch wirklich weiterhilft. Ja. Und auch das ist so ein bisschen der Unterschied. Was ihr jetzt seht, ist, das sind Monate jetzt an Entwicklung drin. Das sind auch Sachen, die wir auf dem Schreibtisch hatten, aber gar nicht ausrollen konnten. Wir hatten euch ja ein bisschen Blick hinter die Kulissen, was ihr gerade auch schon mitbekommen habt, mit jetzt Terminanfrage stellen für einen Termin im März, weil wir einfach keine Termine mehr haben. Weil wir einfach so zugeballert waren, dass das Produktportfolio einfach auch, damit es sauber entwickelt ist, damit das alles passt, überhaupt auch innen drin. Also zum Beispiel kleiner Blick in Badass. Badass hatte, kriegte immer montags und freitags Mails. Dann war der Drift, weil der Stress der Welt so anders war und ich musste innen drin alles anpassen. Das heißt, ich musste komplett die vorbereitete Struktur über den Haufen legen und 2 Wochen zusätzlich einschreiben. Das sieht man dann auch übrigens den Input an, weil der schlechter ist, aber er hat nicht die schöne Standardstruktur, die ich gerne sonst irgendwie liefere. Und dann merkt man mal, was das heißt auf der Zeitpunkt. Und deswegen ist es für euch gerade so wichtig zu verstehen, boah, was machen die zwei da wieder? Da stecken Monate, wenn nicht teilweise Jahre drin. Ein B2B-Sales-Training, was übrigens, da haben wir eine catchy Phrase, du hast voll die catchy Phrase weggelassen, letzten Tanner. Kundenpsychologie schlägt Verkaufspsychologie. Ey, da komme ich mal mit einem coolen Namen um die Ecke und dann schon, Mann. Das ist dein Part. Wer weiß, dass ich habe es nämlich nicht so mit coolen Namen. Aber bleiben wir bei solchen Sachen. Kundenpsychologie schlägt Verkaufspsychologie, B2B-Sales-Training. Produkt, was es irgendwie seit Jahren gibt. Aber es nicht als Inhouse-Training anzubieten, sondern es offen anzubieten, bedeutet wochenlange Überarbeitung nebendran, wenn der Terminplaner mit 12 Stunden voll ist, dass du vielleicht noch eine halbe Stunde hast, solche Sachen glatt zu ziehen. Money Mindset. Wer nicht weiß, ich habe einen Hardcore-Finance-Hintergrund. Ich habe Psychologie studiert, insbesondere auch eben diesem Verhalten. Und ich war immer fasziniert von der Geldpsychologie, wo es ganz wenig echte Forschung gibt. Ich kann heute noch Forschungen zitieren, wo der Rest mit dem Mindset dann immer um die Ecke kommt. So, ja, Geld ist ja entstanden aus einer Tauschwährung. Und dann so, Moment, Schmölders hat dies bereits widerlegt. Aber das ist genau das, so dieses, und das ist, das war unsere Idee für euch, auch in 2021, Sachen verfügbar zu machen. Und das ist gerade ein ganz wichtiger Punkt. Wer weiß, wenn ihr auf die Website geht von Feminist Economy und eine Einzelstunde bei mir buchen wollt, steht da 1.000 Euro. Kein Witz, die sind auch gerade alle weg, deswegen Termine wieder im März. Und dann sagt man sich, aber dann hängen wir mit euch in einer Masterclass von 79 Euro rum. Ja, weil keiner von uns auf dem arroganten Punkt ist, um zu sagen, hey, wenn wir euch das anbieten und wenn ihr Dussel habt
und halt nur eine mini kleine Masterclass habt, weil viele vielleicht mehr das Recording angucken wollen. Übrigens, die Masterclasses sind immer recorded, sodass ihr immer wieder zurückgehen könnt. Also echt schön aufgezeichneter Workshop für euch. Dann hat das genau mit dieser Verfügbarkeit zu tun. Denn eins sind wir sicherlich nicht: abgehoben und arrogant. Also man kann uns viel vorwerfen. Wir haben eine große Klappe. Wir sind laut, Nerds, aber abgehoben und arrogant sind wir garantiert nicht. Und das ist auch die Idee hinter unserem Produktportfolio. Jede Produkte gibt es in verschiedenen Kategorien. Die Real Business Magic Challenge, großartig, 7+1 Tag gratis. Und dann kannst du dich einkaufen für 333 in die 33 Tage. Das ist ein Witzpreis, frag jeden, der da drin war und alle immer so, seid ihr völlig bescheuert. Aber es gibt eine Stufe weiter, nämlich eine begleitete Variante. Und das ist so das, wo sie sagen, hey, nicht jeder hat momentan die finanziellen Möglichkeiten. Deswegen ist auch Badass gepreist, wie es gepreist ist, mit 2.500 Euro bzw. mit einem Zahlplan. Das steht nicht unbedingt im ersten Moment in dem Wert, was man innen drin bekommt, weil der Wert so viel höher ist. Auf der anderen Seite ist es genau diese Möglichkeit, die ihr auch durchdenken müsst, Verfügbarkeiten generieren. Denn es hilft ja nichts, wenn der Kunde noch 300 Euro hat, aber gar nicht weiß, dass er die bei euch ausgeben kann und dann irgendwo anders landet in einem schlechten Udemy-Kurs und danach nicht nur 300 Euro, sondern auch noch Opportunitätskosten verbrannt hat. Deswegen bitte durchdenkt, 2021 ist ganz bewusst auch ein Jahr von neue Möglichkeiten schaffen, neue Umsatzmöglichkeiten schaffen, indem ihr in neuem Produktportfolio denkt und eben halt auch solche Probleme behebt, wie sie bei uns auf dem Schreibtisch gelandet haben. Ich habe jetzt bei XY den Kurs belegt für Online-Kurse und durchlaunchen. Ja, du hast doch B2B-Klientel. Ja, okay, das wird nicht funktionieren, weil das nicht dem entspricht, was ein Mittelstand oder ein von mir ist interne Weiterbildungsplattform braucht überhaupt. Und so kommen wir auf diese Sachen. Also deswegen hört euren Kunden gut zu, sammelt so wie wir teilweise über Monate und Jahre diese Dinge und dann löst diese Probleme. Yes. Und jetzt haben wir zwei Sachen hier unten in den Kommentaren stehen. Einmal Tanja, die sagt, sie schickt uns einfach eine Freigabe für die Kreditkarte für März und April. Ist okay, kann man so machen. Und Mariana möchte bitte noch was zum Bootcamp erfahren. Zu unserem V-Business Bootcamp. V-Business Bootcamp. V-Business ist ein großartiges Produkt. Es ist aber auf der anderen Seite auch ein Produkt, was extrem groß ist, weil wir es zwischenzeitlich, es wird wieder ausgerollt, es wird auch ein großes V-Business noch geben. Als 12-Monats-Programm, aber unsere Wahrnehmung ist gerade, sich auf 12 Monate Business zu verpflichten, insbesondere weil V-Business in der großen neuen Version und 12 Monate dieser Next-Level-Crazy-Shit ist. Deswegen bieten wir euch das V-Business Bootcamp an. Das V-Business Bootcamp wird über 12 Wochen gehen, wird konzentriert auf das sein, auf die 2 Punkte, was ist notwendig, nämlich Überleben und Grundumsatz, wirklich geilen Grundumsatz generieren. Wir sprechen, wie Business ist die Zielgruppe, wenn ihr so auf 50.000, 60.000 im Jahr kommen wollt oder wiederkommen wollt. Also wirklich, wo man sagt, so, hey, wir sind entweder in der Branche, entweder weil Gründer und das V-Business ist auch ganz bewusst auch an Existenzgründer. Wir haben übrigens eine Existenzgründer-Masterclass. Und wir haben übrigens auch so ein Book all the Masterclasses und join us whenever you want. Auch das haben wir im Angebot. Aber das ist genau die Idee hinter V-Business Bootcamp. Also so dieses, ey, wie baue ich überhaupt ein sauberes Business auf? Was sind die Eckdaten, die ich wirklich brauche? Auch das, was wir von allen momentan hören, wie komme ich denn eigentlich quasi, dass mein Kunde mich wahrnimmt? Ganz wichtiger Teil, es ist stärker eingekocht, es ist nochmal runterkonzentriert als das große V-Business. Wir sind nur beim gleichen Namen gewesen, weil V-Business einfach schon etabliert ist. Und der Rundown wird dann auch in den nächsten Tagen und Wochen dann kommen. Dann seht ihr die genaue Struktur, was wir machen. Aber es geht auch um diese Idee, wenn ihr euch vielleicht auch repositionieren müsst, weil vielleicht eure Branche tot ist oder sonst irgendwas, sowas die Amis immer Cash in your Mojo nennen. Auch das ist zum Beispiel Teil von The Business Bootcamp. Und ja, es ist definitiv Bootcamp-Style mit Arbeitsmeetings. Da übrigens habt ihr ab und an die Variante CEO in Attendance. Aber auch unser Team, was massiv euch unter die Arme greift, sodass wir einfach für dieses Produkt ein wöchentliches Arbeitsmeeting haben, aber nur möglich, weil Team euch supportet. Yes, also wie gesagt, die Mission ist, wir wollen, dass ihr am Markt bleibt. Und ihr seht, wir haben alle Hebel und Register gezogen, dass das auf jeder Stufe möglich ist.
wenn ihr euch dafür entscheidet, irgendwie in was für einer Variante auch immer. Ihr könnt auch den Free-Content konsumieren. Das ist alles, bleibt alles euch überlassen. Wir haben wirklich dafür gesorgt, dass es möglichst viele Einstiegsstellen gibt und dass man sich durchrangeln kann. Weil was wir schon so an Feedback die letzten Wochen und Monate bekommen haben, ist wirklich dieses, und das zeigt auch dieses Video gestern witzigerweise, dieses, es sind so Punkte, gesetzte Strukturpunkte in der Woche, egal ob das jetzt die Masterclass ist, wo ich mich einkaufe, weil ich weiß, ich muss was tun, aber ich weiß nicht genau, wo setze ich an, bevor ich ganz wegrutsche, gehe ich in die Masterclass und lerne was. Ich kann auch Netflixen, aber habe vielleicht nicht ganz viel davon, ganz so viel davon und vielleicht habt ihr es schon durchgeguckt, vielleicht seid ihr schon, seid ihr schon fertig damit. Und diese Punkte, wirklich das Zusammentreffen, das halt wirklich auch fehlt in der physischen Welt, ja, mit Leuten einen Austausch auf einer Ebene zu haben, der dir fachlich auch weiterhilft, der dir wieder mal ein Lächeln ins Gesicht zaubert, der wieder so eine Begegnung ist, wo du was mitnimmst und wo du danach wieder mehr kreative Gedanken haben kannst. Das ist ganz oft das Feedback, so dieses Ich bin, das war ja gestern eigentlich dein Thema, aber wir wissen nicht, was du gesagt hast, aber ich bin so durch. Ich habe nicht mal mehr Zugang zu meiner Kreativität. Ich habe nicht mal mehr Zugang zu meinem, was mache ich denn? Wie baue ich 2021 auf? Wie positioniere ich mich irgendwie? Ja, also mit mir selbst, mit meinem Unternehmen, whatsoever. Und das gibt schon wieder so einen Kick und so eine Freiheit auch, diese Box im Kopf zu sprengen, in der man so schnell drin ist, wenn es halt einfach nur ein und der gleiche Trott ist, dadurch, dass ziemlich viel runtergefahren ist im Moment. Und insofern sind wir da wirklich an den verschiedensten Stellen da für euch. Genau. Und das ist auch so ein bisschen die Idee. Nehmt diesen Idee mit, dass ihr kleinteilige Lösungen gerade für eure Kunden anbietet. Deswegen einfach mal sozusagen heute Abend, Mittwochabend, Facebook, Paid, wie setze ich das auf? Die Masterclass kostet 79,99. Alleine sich durchs System durchzuquälen, alleine dauert ungefähr 2 Stunden, wenn ihr nicht wisst, wo ihr hinguckt. Also wenn euer eigener Stundensatz euch nicht so viel wert ist, dafür lieber in die Facebook Masterclass zu kommen. Und das ist das Geile. Ja, wir empfehlen immer live dabei zu sein, aber ihr könnt euch einkaufen und habt das Recording. Das ist auch ein ganz wichtiger bei diesen technischen Workshops und Prozessen. Und wir sagen, hey, das ist das eine. Und ich sage ja immer, die beste Variante, die man mit uns lernt und sich weiterentwickelt, ist konsumieren, wiederholen, umsetzen. Und deswegen gibt es vor allem Scheiß immer diese Aufzeichnungen, weil dann kann ich konsumieren, wiederholen, umsetzen. Und das ist so diese Grundlage, die ihr einfach auch euren Kunden ermöglichen müsst. Und da draußen sind gerade die, das sehen wir auch bei den Facebook-Master und auch dem Kommentar, nehmt mal eine Kreditkarte. Ja, es ist halt einfach was anderes, ob ich momentan ein paar 1.000 Euro in Auftrag gebe oder ob ich halt sage, so, okay, die 80, 90 oder auch nur 20 Euro, weißt du was, das ist es mir wert, auch um mir selber zu zeigen, hey, ich arbeite an mir selbst und meinem Unternehmen weiter. Denn am Ende des Tages, ihr investiert immer in euer eigenes Unternehmen, immer in euch selbst, wenn ihr solche Sachen in Auftrag gebt oder kauft. Yes, ihr Lieben. Damit sind wir für heute am Ende. Ich packe euch gleich nach der Morning Show die ganzen Daten oben in die Beschreibung und unten packe ich euch die Masterclass rein, sodass ihr euch da einbuchen könnt und dass wir uns heute Abend vielleicht sehen, wenn ihr Bock habt und wenn ihr mit sowas arbeiten möchtet. Übrigens klären wir auch, falls ihr jetzt fragt, wo soll ich eine Masterclass machen und was soll ich denn anbieten? Das ist Teil davon, ja. Wir erklären das, weil das ist nämlich wirklich, wir haben das durchgespielt, durchgedacht und auf verschiedenste Branchen auch umgelegt und festgestellt, ey, das ist wirklich branchenunabhängig. Es ist branchenunabhängig. Wir haben schon Leute angefixt. Ich sage nur Facebook paid live fürs Wein, für die Weinprobe. Gin-Testing, Whisky-Tasting, Menü-Kochen, egal. Genau. Also Leute, wir haben wirklich Sachen vorbereitet, wo man wirklich sieht, ey, diese Facebook-Lives und dadurch, dass momentan Facebook einfach keine Gebühr nimmt und lassen Sie uns andersrum sagen, alle reden über, ich habe keine Reichweite mehr auf Facebook. Das Problem haben wir nicht, bei 500 ungeraden Likes, 9000er Seitenreach. Jetzt rate mal, woran es liegt. Dass wir haben kein Werbebudget ausgegeben. Wir verdienen damit Geld. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche. Vielleicht sehen wir uns heute Abend und spätestens nächste Woche wieder in diesem Theater. Bis dann. Adieu. Bitte.